Frau Hitz, Sie erlebten als Schülerin im Alter von 12 Jahren eine Nahtoderfahrung. Wie kam es zu diesem Ereignis? Ich saß in der Schule, es war sehr heiß, Sommer. Wir hatten Biologieunterricht. Ich hatte 2 Jahre vor diesem Erlebnis hatte ich eine Nierenoperation. Mhm. Da lief sehr viel schief. Ich erlitt dort sehr viele Ängste in diesem Zusammenhang. Und dann war dieses ganze Thema, auch Biologie, für mich eigentlich immer noch Angstthema. Und ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass ich in der Schule zusammengebrochen bin. Wie erlebten Sie diese Nahtoderfahrung? Als ich dann zusammenbrach, war im ersten Moment war es wie dunkel, wie schwarz für einen Moment. Mhm. Und dann fühlte ich eigentlich, wie ich den Körper bereits verlasse. Und ich bekam mit, wie um mich herum das Chaos losbrach. Mhm. Meine Mitschüler fingen an zu schreien. Einer warf den Stuhl um, sprang auf. Andere waren sonst einfach geschockt. Die Lehrerin saß am Stuhl vorne am Pult, wusste im ersten Moment gar nicht, was sie tun sollte, war ebenfalls geschockt. Mein Körper lag da. Ich stand irgendwie und ich spürte, wie es mich zur Decke hochzog. Und ich bekam dann irgendwie wie Angst, weil ich nicht wusste, was passierte. Mein Körper lag am Boden unten, die Decke kam immer näher. Dann dachte ich, ja nee, jetzt knallst du an die Decke, was machst du da an der Decke oben? Und ich wusste nicht, was jetzt passiert. Um mich herum ein riesen Durcheinander. Ich schwebte irgendwas hier zwischen Himmel und Erde. Und die Decke immer näher und dann öffnete sich plötzlich die Decke über mir. Und es zog mich immer weiter in den Himmel hinauf. Und ich sah immer weiter von oben hier hinunter und immer weiter, ging es immer weiter hoch, ich sah immer weiter nach oben. Und plötzlich öffnete sich über mir eine Art Portal, eine Art Tunnel, das mich hineinzog. Mhm. Einen dunklen Tunnel. Und von da an war die Erde wie weg für mich. Mhm. Es gab die Erde eigentlich gar nicht mehr. Ich war in diesem Tunnel. Auch die Angst war weg, die vorhin noch da war, mit dem Hochschweben. Auch die Mitschüler, es war alles weg. Wie sah der Tunnel aus? Der war schwarz, dunkel. Die Wände waren eigentlich fast nicht fassbar. Es war eigentlich wie Unendlichkeit. Und irgendwann sah ich dann aber dieses helle Licht und ich schwebte darauf zu und hatte dann eigentlich auch immer mehr Vertrauen darauf, dass alles gut wird. Und dieses helle Licht, als ich immer näher kam, ich durchschritt es, oder durchschreiten ist der falsche Ausdruck, es ist mehr ein Schweben, dass ich dorthin durchging, durch dieses Licht. Und als ich auf der anderen Seite dieses Lichts herauskam, das Erste, was ich sah, war eine grüne Wiese mit Bäumen, Pflanzen, Schmetterlinge, Vögel. Auch hörte ich ein Plätschern von Wasser von irgendwoher. Und es war sehr angenehm, sehr warm, aber auch nicht zu heiß, eine wirklich angenehme Wärme. Auch ein feiner Luftzug spürte ich. Auf der Haut kann man nichts sagen, weil ich schaute mich an und hatte eigentlich keinen physischen Körper mehr, wie man das hier kennt. Und trotzdem waren die Emotionen und die Empfindungen sehr viel stärker als eigentlich auf der Erde. Mhm. Ich hatte eine Art Lichtkörper, einen hellen Körper. Auch trotzdem sah ich irgendeine Art Arme und Beine, aber nicht, wie man es hier kennt. Mhm. Als ich dann da war, schritt ich eigentlich über den Rasen, über diese Wiese hinweg, wollte mich umsehen, wollte mich erkundigen, wo ich eigentlich bin, auch diese Wärme, dieses Wohlbefinden, dieses Wohlgefühl, dieses Angekommensein, dieses wie zu Hause sein. Ich ging dann weiter und sah in der Ferne Gestalten, Lichtgestalten, auf die ich dann zuging, eine Gruppe. Und aus dieser Gruppe lösten sich dann 3 andere Lichtgestalten heraus und kamen auf mich zu. Kamen zu mir zu, mich zu begrüßen, freuten sich, dass ich da war. Eine kleine und 2 größere. Ich wusste allerdings
bis zu dem Moment nicht wirklich, wer das ist, weil ich hatte nicht auf der Erde niemanden, den ich eigentlich so sagen könnte, das wären meine Geschwister oder meine Eltern oder meine irgendwelche Verstorbenen. Ich wusste zuerst nicht, wer das ist. Und gleichzeitig war dieses Gefühl der Familie da. Also mir war klar, es war ein Teil meiner Familie. Und das dauert eigentlich eine Weile, bis ich erkannte, dass das nicht meine irdische Familie ist, sondern meine plejadische Familie, da wo ich eigentlich herkomme, da wo meine Seele herkommt. Und ich fühlte mich wirklich zu Hause und angekommen und angenommen. Ich verbrachte dort eine ganze Weile. Für mich fühlte das an wie Monate, wie Jahre, die ich diese Zeit verbrachte. Es hatte auch eine Art wie Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, aber nicht so dunkel und nicht so hell, wie es hier ist, eine andere Zeit, ein anderes Zeitgefühl, eine andere Zeitdimension. Haben Sie in dieser Zeit Gespräche geführt oder was haben Sie da gemacht oder was meinten Sie, dass Sie da gemacht haben? Ich habe Gespräche geführt, ja, was weiß ich nicht mehr, das wäre zu viel. Ich weiß aber, dass ich auch mit ihnen wie an einem Tisch gesessen habe, wie an einer Familienfeier, wir hatten es lustig. Ich spielte mit den Tieren, ich genoss auch die Natur, das Wasser, das reinigt, die Seele reinigt. Es war ein fröhliches Miteinander. Mhm. Es gab keinen Hass, es gab keinen Ärger. Man konnte offen miteinander umgehen. Es war ein liebevolles Miteinander. Sind Ihnen noch bestimmte Dinge in Erinnerung geblieben aus dieser Zeit oder besonders in Erinnerung geblieben? Also vor allem dieses Miteinander der Familie. Das endlich zu Hause sein, das ist eigentlich das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Das Gefühl, endlich einmal eine Familie zu haben, weil das kannte ich nicht von der Erde. Natürlich habe ich auch hier eine physische Familie. Ich weiß, es sind meine biologischen Erdeltern, wenn man so sagen will. Aber es sind nicht meine Seeleneltern, es ist nicht meine Seelenfamilie, es ist nicht da, wo ich mich zu Hause fühle. Und das habe ich dort eigentlich kennengelernt. Oder wieder kennengelernt, ich sage es mal so. Wie kamen Sie wieder zurück? Irgendwann kam dann ein sehr großes Lichtwesen auf mich zu. Es sagte zu mir, komm mit, ich zeige dir etwas. Und es führte mich in eine Art Raum. Dieser Raum ist schwer zu beschreiben, eigentlich bestand er nur aus Licht. Und er zeigte mir dann die Erde, sagte, schau dir die Erde an, schau dir die Probleme an, die die Menschen auf der Erde haben, wie die Menschen miteinander umgehen. Du musst wieder zurück. Du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Du bist auf die Erde gekommen, um die Menschen dabei zu unterstützen. Ich wollte nicht mehr zurück. Ich wollte nicht mehr in diese machtorientierte, konditionierte Welt auf der Erde. Da wollte ich nicht mehr hin. Ich wollte auch nicht zu meiner Erdenfamilie. Ich hatte ja diese Verbindung nie. Und er sagte, doch, du musst zurück. Du hast den Auftrag aufgenommen und jetzt führe ihn auch weiter aus. Geh zurück. Ich wollte nicht. Wir stritten miteinander. Das ist vielleicht nicht so, dass man denkt, nur alles Licht und Liebe ist, dass man nicht streitet. Dem ist nicht so. Man darf auch miteinander streiten, wenn es offen und ehrlich passiert. Man darf auch für sich einstehen. Man soll auch für sich einstehen. Und er hat mich aber trotzdem davon überzeugt und gesagt, ey, bitte geh zurück, du kannst nachher wieder zurückkommen. Und wir sind bei dir auf der Erde. Wir begleiten dich, wir schützen dich. Aber du musst zurück. Und ich habe mich dann dazu entschlossen und gesagt, okay, ich gehe. Und dann hat er mich zu einem weiteren Portal geführt. Ich war also nicht einfach in dem Moment wieder in meinem Körper, sondern kam zu einem Portal. Diesmal war das eher eine Art rosa, blau, grün. Es war wie mischend. Es vermischte sich ständig. Man kann es vielleicht vergleichen mit einer Art Opal
vom Leuchten her. Und er sagte, jetzt gehst du da hinein und dann kommst du auf die Erde. Ich gehe da hinein und das zog mich ähnlich wie hinauf, zog es mich hinunter. Wieder durch diesen Tunnel, opal leuchtend. Ich kam dann auch wieder in diesen, trat dann wieder in den Himmel der Erde ein und sah, wie ich eigentlich auf die Erde fiel. Ich sah, wie die Erde immer größer wurde. Und ich dann von meinem Gefühl her zu Hause in meinem Bett landete. Eigentlich überhaupt nicht da, wo ich eigentlich sein sollte. Mein Körper lag ja in der Schule. Aber gefühlt war ich wie zu Hause in meinem Bett. Der Wecker klingelte. Ich schaltete den Wecker auch aus. Ging dann den Weg der Schule entlang und öffnete die Türe des Schulhauses. Und in dem Moment erwachte ich eigentlich wieder in meinem Körper. Und ich stand auf und kam noch und war eigentlich wieder da, bei mir. Aber drumherum war natürlich immer noch dieses Durcheinander, das sich allerdings in der Zwischenzeit etwas beruhigt hatte. Der umgefallene Stuhl meines Mitschülers, der hatte sich wieder hingestellt und er saß auch wieder da. Und die Lehrerin rannte zum Fenster, öffnete das Fenster und rannte dann zu mir, riss mich zum Fenster hin und sagte, du musst Luft schnappen, damit du wieder Sauerstoff kriegst. Und ich sagte, nein, es geht mir gut. Ich war ja wieder bei Sinnen, ich wusste ja, wo ich bin. Ich weiß ja, dass ich in der Schule war. Ich fühlte mich auch wieder gut. Und sie, nein, du musst jetzt ans Fenster. Irgendwie jemand hatte wohl in der Zwischenzeit den Hauswart gerufen. Und der war dann in der Zwischenzeit auch aufgetaucht und die Lehrerin sagte ihm, hey, ruf die Eltern an, jemand muss das Kind abholen. Der Hauswart sagte dann, leg sie ja draußen auf die Schulbank, damit sie ausruhen kann, bis die Eltern kommen. Und ich wollte nicht, mir ging es gut, ich wollte eigentlich weitermachen mit dem Unterricht und ganz normal weitermachen wie bis anhin. Nein, ich durfte nicht, sie legten mich draußen auf die Schulbank, ich musste dort warten, bis meine Eltern kommen. Ich versuchte der Lehrerin zu erklären, was ich erlebt hatte, auch dem Hauswart. Und sie sagten alle, nein, nein, du hast zu wenig Sauerstoff gekriegt, das ist Fantasie, was du da erzählst, du bleibst jetzt mal ruhig. Dann kam meine Mutter und ich versuchte meiner Mutter zu erklären, was los ist. Und meine Mutter sagte, ja, ja, ist okay, ich weiß, dass du ein wenig anders tickst, aber das ist nur Fantasie. Aber ich wusste, das ist nicht Fantasie, das, was ich erlebt hatte, das kann nicht Fantasie sein. Und selbst wenn es so wäre, dann ist das so eine starke Empfindung, die kann man nicht einfach wegdiskutieren mit Fantasie, das geht nicht. Jetzt haben Sie bei der NATO-Erfahrung scheinbar eine lange Zeit erlebt in der geistigen Welt, aber in Wirklichkeit sind Sie nicht lange Zeit bewusstlos gewesen. Nein. Wie erklären Sie sich das? Es gab eine Art Zeitverschiebung. Man, eigentlich physikalisch weiß man ja, dass es Zeit so nicht gibt, wie man das hier kennt. Mhm. Es war, wenn man so will, eine Art Zeitsprung in eine andere Dimension und dann die anders läuft, die eine andere Zeitphase hat und dann eigentlich wieder ein Zeitsprung zurück in die Zeit, die ich hier war. Wie lange ich aber dort lag, weiß ich nicht, vermutlich nicht allzu lange. Was für eine Wirkung hatte diese NATO-Erfahrung auf Ihr weiteres Leben? Im ersten Moment eigentlich gar nicht so viel, weil ich hatte immer eine andere Wahrnehmung. Ich sah Geister beispielsweise auf dem Friedhof. Aber ich hatte diese intensive Führung, die sie mir versprochen hatten, ich hatte die da. Es war immer eigentlich ein Wesen bei mir, das mir den Weg zeigte, aufzeigte. Sehen Sie dieses Wesen oder spüren Sie dieses Wesen? Zum Teil, teilweise wurde ich in Astralform, kam ich mit ihm in Berührung, dann sah ich es in Form dieses Lichtgestalt, die es vorhin schon die es ja eigentlich schon hatte. Mhm. Da konnte ich mit ihm kommunizieren, mit ihm sprechen. Mhm. Aber sonst im Alltag eigentlich ist das mehr eine Art, manchmal Stimme, die ich im Kopf habe, aber manchmal auch nur Symbole oder Botschaften in Form von Worten, die passen auf eine Frage, die ich stelle oder wenn ich nicht weiterkomme, dass ich Botschaften bekomme in Form von Symbolen, von Mustern, von Schrift,
von Schriftzügen. Mhm. Das ist dann eher eine Art inneres Gefühl, eine Art innere Führung, die ich habe. Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie Geistwesen wahrnehmen können. Ein Beispiel auf dem Friedhof. Können Sie das noch erzählen? Für mich war seit jeher und auch jetzt ist der Friedhof, ich konnte nicht nachvollziehen, was die Menschen an einem Friedhof eigentlich so toll finden. Mhm. Für mich war auch nie ganz klar, wieso man auf einem Friedhof still sein muss, bedächtig und in Trauer. Weil für mich ist der Friedhof nichts anderes als eigentlich eine Art Kunstform, Kunstobjekt. Es hat tolle Grabsteine und eigentlich nichts anderes als, ich sag's mal, tote Knochen. Mhm. Weil die eigentlichen Seelen, die eigentlichen Wesen, die sind nicht dort. Die leben nicht dort. Sie besuchen den Friedhof eigentlich genau wie wir, weil das wahrscheinlich die einzige Verbindung ist, überhaupt mit ihren Angehörigen zu kommunizieren. Und ich musste dann regelmäßig mit meinen Eltern die üblichen sonntaglichen Spaziergänge auf den Friedhof, zum Friedhof verbringen, weil eben meine physischen Eltern auch einen Bezug hatten, den ich nicht nachvollziehen kann zum Friedhof. Und an einem dieser Sonntage lachte ich wieder einmal auf dem Friedhof, was natürlich überhaupt nicht gerne gesehen wurde. Ich rannte auch den Schmetterlingen hinterher. Und dabei traf ich dann auf eine Frau, auf eine alte Frau, die stand vor einem Grab und die lachte mich an und sagte, hey, kannst du nicht zu mir kommen? Und ich dachte, ja klar, endlich mal jemand, der vielleicht, der lachte auf dem Friedhof, nicht wie alle anderen, die mit Trauermine rumlaufen. Dann sagte sie nur, schau mal die Blumen auf dem Grab, die sind doch alle verwelkt. Magst du nicht Wasser holen? Dort hat es einen Brunnen. Und ich sagte der Frau, wieso gehst du nicht selbst? Du hast ja zwei Arme, wieso soll ich jetzt fremden Gräbern Wasser bringen? Ich darf das nicht, mein Vater wird nicht Freude haben, wenn ich hier fremde Gräber berühre. Und sie sagte, schau, ich bin so eine alte, schwache Frau, ich kann die Gießkanne nicht tragen, ich kann das Wasser nicht schöpfen. Sei doch so lieb und mach das für mich. Die Blumen brauchen dringend Wasser. Okay, ich machte es. Ich holte die Gießkanne, füllte sie und goss die Blumen. Und dann kam ein anderer her und fragte mich, was machst du hier? Und ich sagte, ja, die Frau neben mir hat mich gebeten, Wasser zu geben, den Blumen, sie sind verwelkt. Und er sagte, ja, die Blumen sind verwelkt, aber welche Frau? Von welcher Frau sprichst du, Kind? Naja, von der Frau, die neben mir steht. Da steht sie doch, siehst du das nicht? Ich sehe keine Frau, da steht niemand. Aber okay, die Blumen brauchen Wasser, aber dann stellst du bitte die Gießkanne wieder zurück. Mhm. Und ich war ziemlich verwirrt, weil die Frau lachte mich an und sagte, du machst das gut. Und dann hörte ich plötzlich meinen Vater rufen. Mhm. Und dann wusste ich, oh weia, das war nicht wirklich das, das war nicht toll. Mhm. Er rufte nach mir. Und ich nahm die Gießkanne, stellte sie auf den Brunnen und rannte dann zum Vater und er fragte, was hast du gemacht? Und ich sagte, da schau, ich habe der Frau geholfen, dem Lungen Wasser zu geben, sie hat mich darum gebeten. Und er sagte, da ist keine Frau, ich soll bitte schon nicht schon wieder so einen Blödsinn erzählen. Und ich sagte, doch. Und ich drehte mich um und dann war die Frau weg. Als Sie als Kind solche Wahrnehmung hatten, da war sicher das Verständnis der Erwachsenen nicht sehr groß. Hat Sie das belastet? Als Kind weniger, aber dann eigentlich mit der Pubertät. Mhm. Ich meine, ich habe ja auch gesehen, dass die anderen Kinder, am Anfang nahmen sie das vielleicht noch ernst. Und je älter die wurden und je älter ich wurde, desto weniger wurde ich eigentlich ernst genommen. Ich wurde gemobbt, ich wurde teilweise sogar gequält. Man hat Steine nach mir geworfen, man hat mich bespuckt, in den Haaren gezogen. In der Schule wurde ich eigentlich immer als Außenseiter bezeichnet, obschon ich eigentlich gar nicht wusste, wieso. Naja, ich meine, mit der Pubertät ist man auch so schon beschäftigt mit sich selber. Und dann noch das, ich kam in eine große Krise, teilweise starke Depressionen. Mhm. Und dann kam diese Sehnsucht auf, diese Sehnsucht nach zu Hause.
eben in diese Anderswelt. Und das war auch die Zeit, die mich dann angefangen hat zu belasten. Ich dachte, was machst du hier? Aber gleichzeitig hatte ich trotz allem immer wieder die Führung bei mir, die sagt, es ist alles okay. Wir sind bei dir, auch wenn es nicht einfach ist. Weil das heißt nicht, dass alles einfach und locker ist, nur weil man eine Führung hat. Im Gegenteil. Es ist eigentlich sehr viel stärker, sehr viel schlimmer. Und eigentlich wollte ich irgendwann ja mal auch dazugehören. Und dann, ich wollte ja auch einfach mal vielleicht einmal erleben, was eigentlich die anderen Menschen so erleben, was man macht als Teenager. Auch in den Ausgang gehen, wie das halt so ist. Und das Dilemma ist nur, irgendwann kam dann der Punkt, dass ich mir sagen sollte, was willst du eigentlich? Und ich hatte mich dann mit etwa 22 dann entschieden, nee, jetzt reicht's, ich habe keine Lust mehr auf diese Geister. Bleibt von mir weg. Und bis zum gewissen Grad akzeptierten sie das auch. Und ich ging dann, interessierte mich dann auch unter anderem auch für die Informatik, also eigentlich überhaupt nichts mit Geister, sondern stur logisch und abstrakt. Da konnte ich mich dann lange Zeit daran festhalten. Gleichzeitig aber ist mir erst jetzt bewusst, dass ich trotz allem einen Teil meiner Fähigkeiten genutzt habe, weil eigentlich viel Intelligenz und Wissen eingeflossen ist von der anderen Welt, auch wenn ich es gar nicht bewusst wahrnahm. Wie ist die Situation heute? Haben Sie mit den Geistern wieder Ihren Frieden gefunden? Oder? Ich habe mit den Geistern den Frieden wieder gefunden, ja. Allerdings, es ging nicht ganz so einfach vonstatten. Weil die waren natürlich auch nicht so ganz einverstanden damit. Da geht sie zurück, hat eigentlich einen Auftrag, die bedingungslose Liebe auf die Erde zu bringen. Und dann geht sie in die Informatik, in die Logik. Und der Druck dort auf meine Seele wurde immer stärker. Und dann auch 2012, das eigentlich allgemeine Transformationsjahr, wie man so schön sagt, war auch für mich ein bisschen Transformation. Ich brach zusammen, komplett, und musste dann einmal hinsetzen und sagen, so geht es nicht mehr weiter. Also wie dann, wenn ich so nicht mehr weitermachen kann wie bis anhin, dann muss ja irgendwie etwas anderes kommen. Und da fand ich eigentlich wieder den Zugang zur Spiritualität, wieder den Zugang zu mir. Und dann kamen auch die Stimmen, die Geister wieder zurück und sagten, so, endlich hast du es kapiert und jetzt mach mal in diese Richtung und jetzt mach mal vorwärts. Und ich bin seitdem eigentlich dran, mich weiterzubilden als Heilpraktikerin und auch als spirituelle Beraterin mit dem Ziel, meine eigene Praxis, um eigentlich auch dem gerecht zu werden, meiner seelischen Aufgabe gerecht zu werden, nicht das, was ich hier auf der Erde, also was man aus der Erde als Job bezeichnet, sondern eigentlich meine Seelenaufgabe. Frau Hitz, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen auch.